Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, urbane Produktion beispielsweise, Sachen, die produziert werden in den Ladenlokalen, wie Kaffee oder Bier oder auch ein Verkauf von Bier, was in Remscheid produziert wird, oder aber auch Werkzeuge, das wäre eine tolle Idee. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Vereine dort sich einfinden und Aktivitäten dort auch direkt vor Ort anbieten, sich besprechen oder aber auch ein kleines Kursangebot haben, sowas in der Art. Mit welchem Mietpreis müssten die Leute rechnen? Ja, der Mietpreis ist stark subventioniert. Also das heißt, wir gehen mit einer 80-prozentigen Subvention in den Mietpreis rein. Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr viel günstiger als der Eingangspreis. Der wird dann berechnet werden. Aber das ist ja der Sinn und Zweck, dass auch hier Nutzer recht günstig an die Miete kommen. Und welche Laufzeit ist gedacht? Ja, wir denken jetzt an 1,5 bis 2 Jahre Laufzeit. Also das heißt, ein sehr kurzfristiges Programm, was jetzt läuft. Aber es ist ja ein großer Anreiz. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Programm auch weiter fortgeführt wird, was die Landesregierung jetzt aufgelegt hat, weil man ja dauerhaft auch hier zu Lösungen kommen möchte.